Einen schönen guten Abend bei Skobel, meine Damen und Herren. Wer aufmerksam die Zeitungen liest und die Hörfunksendungen, aber auch den Buchmarkt und vor allem die Menschen beobachtet, wird feststellen, dass etwas uns zunehmend beunruhigt, ja quält, das ausnahmsweise nicht unmittelbar nur mit steigenden Benzinpreisen, Frust an den Banken und den Ungerechtigkeiten des Wirtschaftssystems zu tun hat. Nicht einmal nur mit Krieg und Gewalt, Politikmüdigkeit, der Eurokrise oder den üblichen anderen verdächtigen Themen. Es geht vielmehr um eine grundlegendere Widersprüchlichkeit unseres Lebens, eine tiefere Unruhe und vermutlich auch Überlastung. Die Sehnsucht nach dem einfachen Leben wächst, das sich, wie eben in der Dokumentation, auch in einer Renaissance des Regionalen widerspiegelt. Die Frage ist, ob die Einfachheit, selbst wenn wir sie hier und da erreichen, tatsächlich Trost spendet. Gerade vom einfachen Leben erhoffen wir uns ja ein Mehr von den vielen Dingen, die uns umgeben. Ein Mehr an Durchblick, an Ruhe, Liebe, Gelassenheit, ein Mehr an sinnvollen Tätigkeiten, die wir ausüben. Mehr bedeutet ein insgesamt besseres Leben. Unser Thema heute ist die Suche nach dem einfachen Leben. Eine neue, insgeheim aber vielleicht die größte Massenbewegung der bundesdeutschen Gegenwart. Simplify Your Life, ein Buch aus Deutschland, wurde zum internationalen Bestseller und zu einer weltweiten Botschaft. Entschleunigen Sie, üben Sie sich im Downshifting, also dem Runterschalten. Finden Sie die richtige Balance von Leben und Arbeit. Die große Frage ist, was eigentlich hinter diesem Wunsch steckt, sein Leben zu vereinfachen oder einfach zu leben. Ist am Ende alles nur ein Hype und elitäres Vergnügen für die Reichen? Um den auf den Grund zu gehen, begrüße ich meine beiden Gäste. Zunächst Svenja Flaßpöhler. Schönen guten Abend. Guten Abend. Sie haben Germanistik und Sport studiert, wurden in Philosophie promoviert, sind Autorin mehrerer Bücher, darunter Wir Genussarbeiter über Freiheit und Zwang in der Leistungsgesellschaft. Sie arbeiten als stellvertretende Chefredakteurin des bereits, kann man wohl, glaube ich, gut sagen, nach wenigen Ausgaben sehr erfolgreichen Magazins, Philosophie-Magazin in Berlin. Und ich begrüße Notker Wolf. Schönen guten Abend. Guten Abend. Abt Primas der Benediktiner und somit nicht nur der oberste und höchste Repräsentant des Benediktinerordens in Rom, sondern auch Leiter des Gesamtordens. Auch Sie wurden in Philosophie promoviert, sind ein überaus erfolgreicher Bestsellerautor, der sich immer wieder engagiert für humanitäre Belange weltweit einsetzt, darunter in Nordkorea. Und das hier ist Ihr neuestes Buch. Es heißt, jetzt ist die Zeit für den Wandel, nachhaltig leben für eine gute Zukunft, erschienen bei Herder. Was verstehen Sie denn unter einfachem Leben? Einfaches Leben ist für mich ein bescheidenes Leben. Es ist nicht ideologisch ausgerichtet, sondern das rechte Maß einzuhalten und nur das zu tun, was ich wirklich zum Leben brauche. Aber auch, wenn ich ein bisschen mehr mir leiste, meine Freude am Leben habe. Und Einfachheit ist schlichtweg, ja, ich brauche vieles gar nicht. Also es geht schon los, wenn ich so vorm Kleiderschrank stehe, brauche ich überhaupt nicht überlegen, was ich anziehen soll. Das macht es sehr einfach. Und ich meine, dass das genau das rechte Maß, überhaupt keine Ideologie, was ich jetzt da immer wieder da lese, was man alles tun soll, das ist ja so anstrengend. Ja, ja, da wird die Einfachheit zum schwierigen Programm. Oder allein schon das Wort Spätkapitalismus. Da frage ich mich, mit welchem Recht sage ich das? Wir leben im Spätkapitalismus. Wir leben auch in einer kapitalistischen Zeit. Aber es geht ja noch weiter. Einfachheit? Einfaches Leben. Also da fallen mir Begriffe ein wie Orientierung, Ordnung, Selbstgewissheit. Das wäre für mich jetzt erstmal so ein einfaches Leben. Und die Askese oder die asketische Lebenshaltung ist natürlich eine Weise, genau das zu verwirklichen oder sich an diesen Idealen irgendwie zu orientieren. Ich frage mich aber schon, ob das überhaupt Begriffe sind, mit denen wir das menschliche Leben wirklich allumfassend beschreiben können, weil, sagen wir mal so, also Tiere leben in einer natürlichen Ordnung. Sie orientieren sich instinktiv. Sie sind irgendwie selbstgewiss, weil sie sich selbst nicht hinterfragen. Menschen hingegen haben Lust, aus Ordnungen auszubrechen. Jede Ordnung reizt eigentlich schon zur Überschreitung. Sie hinterfragen ihre Werte. Gerade heute natürlich sehr stark, was auch, denke ich, richtig ist. Wir sollten uns nicht mehr einfach irgendwie gottgegeben an Werten orientieren.
Und das Dritte ist natürlich, der Mensch stellt sich selbst in Frage. Und was auch erstmal, finde ich, ein durchaus positiver Punkt ist. Und insofern frage ich mich, ob nicht diese ganzen Weisen, dieses vermeintlich einfache Leben irgendwie zu leben, letzten Endes Illusionen sind. Dieser Unterschied zu den Tieren, das ist ja ein Klassiker so in der philosophischen Argumentation. Der besteht ja nicht zuletzt darin, dass wir Menschen eben mehr Möglichkeiten haben. Das Tier hat sozusagen eine sehr enge Weltsicht, falls es überhaupt eine Sicht hat. Und wir haben jetzt dieses Problem, aus diesen Möglichkeiten aussuchen zu müssen. Also ich meine, nochmal zu den Tieren, das ist wirklich, finde ich, sehr interessant. Ich meine, das hört sich, finde ich, sehr beruhigend an, was Sie sagen. Aber ich meine, ich weiß nicht, ob wir wirklich Wesen sind, die nur das wollen, was sie brauchen. Oder ist nicht sozusagen, genau, das Tier tut eigentlich das, was es zum Überleben braucht. Ja. Das macht das Tier. Und der Mensch kann Gier haben. Der kann, ja, der also kann aber auch Genuss alle Grenzen, haben. Kann Genuss haben, kann alle Grenzen überschreiten auch. Genau. Er schreibt ja so schön Feuerbach im Wesen des Christentums in der Einleitung. Beschreibt er herrlich, das Tier ist eingebettet in die Orientierung. Nur der Mensch kann wieder ausbrechen und geradezu bis zum Absoluten sich versteigen. Aber ich würde es eben nicht so pathologisieren. Also ich würde nicht sofort von Gier sprechen, sondern man kann eben tatsächlich auch von sowas wie Ekstase oder Genuss, Genuss reden. Und, und da würde ich sagen, das wäre eben die Frage, kann ein Tier wirklich genießen? Bin ich mir nicht so richtig sicher. Und da würde ich sagen, das gehört tatsächlich zum Leben genauso dazu. Und wenn ich mir jetzt angucke, diesen Trend eben zur Askese, dann finde ich, ist die Frage gleichzeitig auch verbunden mit der Frage, warum fällt es uns heute eigentlich so schwer zu genießen? Ich glaube, dazu gehört einfach das Bewusstsein. Das Bewusstsein nicht nur zu essen, sondern dass ich etwas Gutes esse. Und da gebe ich Ihnen, also, das ist ja beim Tier eben auch nicht da. Genau. Aber warum wir heute nicht mehr genießen können, uns fehlt die Muße vielleicht. Klar, und natürlich ist es auch richtig, wir leben natürlich in einer Überflussgesellschaft. Das heißt, wir erleben die Kontraste nicht mehr zwischen der Entbehrung und dann eben wieder dem Genuss. Das würde ich mit Sicherheit auch sagen. Und um nochmal positiv auch an das anzuschließen, was Sie jetzt gesagt haben, ein gewisses Maß an Ordnung oder sagen wir mal Ritualisierung des Lebens, wo eben auch diese Momente des Genießens organisiert sind. Ja. Vielleicht ist es genau auch das, dass uns dieses ritualisierte Genießen in irgendeiner Form abhanden kommt, weil wir einfach eben in einer Gesellschaft leben, wo der Genuss ständig verfügbar ist und zwar unmittelbar. Oder wir werden in einer bestimmten Richtung konditioniert, zum Beispiel was das Essen angeht. Ich fange noch mal ganz vorne an. Was macht eigentlich die Faszination des einfachen Lebens aus? Das ja, ich glaube, da stimmen Sie mir wahrscheinlich zu, eine Welle zu sein scheint. Zunächst, diese Faszination ist ebenso wie der Trend nicht neu. Einer der großen Trendsetter in diese Richtung starb bereits vor 150 Jahren, nämlich der Naturalist, Dichter, Philosoph und Landvermesser. Damit hat er unter anderem sein Geld verdient. Henry David Thoreau, Autor unter anderem von der Bibel des einfachen Lebens, Walden oder Leben in den Wäldern. Das Buch ist übrigens bei Diogenes erschienen und in einer sehr empfehlenswerten Kurzversion auch als Hörbuch. Thoreau argumentiert leidenschaftlich für Einfachheit. Es wird zu schnell gelebt, kritisiert er bereits 1854. Wörtlich schreibt er, bleiben wir zu Hause und kehren wir vor der eigenen Türe. Wer braucht dann Eisenbahn? Warum durch den Telegrafen sprechen? Heute würden wir sagen, Problem Handy und so weiter. Unser Leben zersplittert sich in Kleinigkeiten. Vereinfache. Unsere Arbeit sei in der Regel von weitaus geringerer Bedeutung, als wir glauben, sagt Thoreau. Und wenn sich, Sie kennen vielleicht den Film, Der Club der toten Dichter trifft, wurden stets diese Sätze aus Walden rezitiert. Ich zog in den Wald, weil ich den Wunsch hatte, mit Überlegungen zu leben, dem eigentlichen, wirklichen Leben näher zu treten, zu sehen, ob ich nicht lernen konnte, was es zu lehren hätte, damit ich nicht, wenn es zum Sterben ginge, einsehen müsste, dass ich nicht gelebt hatte. Ich wollte nicht das Leben, was nicht Leben war. Das Leben ist so kostbar. Auch wollte ich keine Entsagung üben, außer es wurde unumgänglich notwendig. Ich wollte tief leben, alles Mark des Lebens aussaugen, so hart und spartanisch leben, dass alles, was nicht Leben war, in die Flucht geschlagen wurde. Frei sich um das Wesentliche zu kümmern, das ist natürlich auch ein ziemlicher Luxus. Da kommen wir vielleicht gleich noch mal drauf. Ganz zu Beginn des Films brachte Wolfgang Schmidbauer einen Begriff ins Spiel, von dem ich denke, dass er viel mit unserem Thema zu tun hat. Nämlich, dass unser Leben zu komplex ist und dass wir diese Komplexität, also etwas, was wir nicht mehr überschauen können, als was Negatives erleben.
Glauben Sie, dass das eine Hauptursache für diese Sehnsucht nach dem einfachen Leben ist? Zumindest eine der Ursachen. Es wird einfach zwischendurch mal zu viel. Dann ist jemand müde und sagt, jetzt reicht's mal, jetzt schlafe ich mal. Oder mit dem ständig etwas zu müssen. Und auf einmal zu sagen, ich möchte mal wieder frei sein. Ein Stück abwerfen. Ich würde da gerade auch die Sehnsucht nach dem einfachen Leben mit einem Stück mit der Sehnsucht nach Freiheit verbinden. Aber das ist ja nichts Neues. Ne? Ich habe eben den Thoreau zitiert. Man kann da noch viel weiter in die Geschichte zurückgehen. Also wir neigen ja dazu, glaube ich, zu denken, das ist so ein ganz modernes Phänomen. Nee, überhaupt nicht. Aber das ist gar nicht der Fall. Also das wäre eben eine interessante Frage, ob das nicht doch eher so eine anthropologische Konstante ist, sich zu fragen, wir leben doch entfremdet, wir müssen zurück zum einfachen Leben. Und was mir jetzt gerade noch einfällt, Sie haben gerade gesagt, das macht uns frei, dieses einfache Leben, das ist natürlich richtig. Aber auf der anderen Seite kann man auch sagen, macht es mich wirklich frei, wenn ich jetzt auf einmal das, was mir eigentlich die Maschinen abgenommen haben, wieder selber tue. Das klingt ja so ein bisschen auch bei dem Herrn Schmidbauer durch. Ja, ich spitze meinen Bleistift wieder selber an. Aber ehrlich gesagt, ich bin sehr froh über meine Waschmaschine. Ich möchte nicht wieder selber Wäsche waschen oder so. Also ich bin irgendwie sehr froh darüber, dass mir diese Maschinen auch eben Freiheit ermöglichen, etwas anderes zu tun. Und ich habe das Gefühl, dass wir vielleicht einfach noch gar nicht in der Lage sind, diese Freiheit auch wirklich zu leben. Und zu genießen, Genau. Ich würde sagen, also gut, ich greife jetzt ein bisschen vor, weil das ist eigentlich ja eine gesellschaftspolitische Frage, aber viele Menschen sind doch überhaupt nicht in der Lage, das zu machen, weil sie dermaßen viel arbeiten müssen, also working poor, dieser Begriff, um überhaupt über die Runden zu kommen. Und was heißt dann das Genießen? Also ich falle möglicherweise völlig erschlafft, wenn überhaupt, ins Bett, um am nächsten Morgen wieder um 6 aufzustehen und mit dem nächsten Job zu beginnen. Also ist das nicht im Grunde genommen ein großer Riesenluxus? Ich bin der Überzeugung, dass durchaus Momente auch bei so überarbeiteten Leuten untertags da sind. Zum Beispiel beim Essen in der Kantine oder sonst wo. Wo sehr wohl vieles abfällt und wo sie sich mit anderen unterhalten und wo sie über etwas jammern können, wo sie sich aber auch über was freuen können. Also ich bin da nicht so ganz der Überzeugung, dass alle so überarbeitet sind, dass sie jeden Tag da bis ins Bett, nur mehr ins Bett fallen und jeden Morgen in der Früh schon wieder mühsam aufstehen. Ich glaube, man muss bei Arbeit natürlich noch mal genau fragen, was für eine Arbeit. Und es gibt ja eben einmal wirklich die körperlich ruinöse Arbeit, die wir heute in unserer Wohlstandsgesellschaft wieder sehr ästhetisieren, indem wir irgendwie sagen, wir haben jetzt unseren eigenen Acker und dann fahren wir da am Wochenende hin und graben da mal um. Also das ist ja eben auch in ärmeren Ländern tatsächlich, es hat überhaupt nichts mit irgendwie einer schönen Einfachheit zu tun, sondern es ist eben tatsächlich eine Lebensnotwendigkeit, die den Körper einfach zerstört. Und es gibt natürlich aber auch diese Arbeit, die eben gerade nicht mehr körperlich ist, durch die Automatisierung sozusagen entkörperlicht wurde. Ja, also heute sitzen wir vor schicken Macs und trinken noch so ein Latte Macchiato und arbeiten so vor uns hin. Wir spüren unseren Körper nicht mehr. Und dadurch kommt natürlich die Sehnsucht, den Körper eben gerade wieder zu spüren. Und ich glaube, dass gerade diese Form der Arbeit eben wirklich sehr viel zu tun hat mit dieser Sehnsucht nach Körperlichkeit, nach Einfachheit. Und ich glaube, dass diese Arbeit noch eine zweite Folge hat, nämlich dass im Grunde die Arbeit selber für eben diese gehobenen Schichten, die sich das erlauben können, vor ihrem Mac zu sitzen, immer mehr zum Genuss wird, zu so einer Art Ekstase oder auch Exzess. Und dass aber der Genuss selber, also sozusagen das mal müßig gehen, entspannen, ein gutes Glas Wein trinken, das wird eher zu einer Anstrengung, weil sie sich das eigentlich gar nicht mehr erlauben, weil sie eben, wie Sie das angedeutet haben, vielleicht auch so eine tendenzielle Arbeitssucht verspüren und gar nicht mehr richtig loslassen können von ihrer Arbeit. Und ich denke, das sind so Zusammenhänge, die Ihnen zu dem Thema auch dazugehören. Aber was Sie gerade auch noch gesagt haben, hat mich erinnert an den Gründer meines Klosters, der zum Beispiel darauf bestanden hat, dass auch die Patres, also die Priester, jeden Tag wenigstens 2 Stunden Handarbeit betreiben, damit sie einfach zur seelischen Gesundheit. Und es ist etwas unglaublich Schönes, im Garten zu arbeiten. Da gebe ich Ihnen völlig recht, aber wenn ich an den Film denke und das Urban Gardening, also mir scheint das völlig illusionär zu sein. Da sind diese Leute mitten
in der Stadt. Jeder hat seinen eigenen Kübel. Da kommt dann ein bisschen Erde rein, da spielt man dann Gärtner, lässt irgendwas wachsen, hat dann einen Kopf oder von mir aus zwei Kopfsalat oder drei. Das sind Romantizismen sowas. Ja, okay. Also unter, wenn wir es so stehen lassen können, okay. Aber wenn es mehr sein soll, habe ich wirklich das Gefühl, ist das eine hochillusionäre Sache, die da läuft. Die Handarbeit kann ja auch darin bestehen, dass ich mal den Bürgersteig wiederkehre. Ja, absolut. Ja. Ich meine, in den Zen-Klöstern eine der beliebtesten und zugleich sinnlosesten Tätigkeiten ist, Laub zu rächen. Habe ich auch schon hinter mir dort. Sie sprachen eben vom Abwerfen. Ist das möglicherweise das Geheimnis, also zu wissen, was man wirklich braucht? Also abwerfen, man könnte ja auch die falschen Sachen abwerfen. Also abwerfen bedeutet ja im Grunde genommen zu wissen, was brauche ich wirklich, um mich vom Rest zu trennen. Ich glaube, ich soll es nicht so tragisch nehmen. Ich kann, ob ich jetzt das, meinetwegen das Kleidungsstück dran gebe oder auch von meinen Büchern mal wieder einen Schub rausschiebe, hinterher würde ich sagen, mein Gott, das hätte ich vielleicht noch gebraucht. Aber ich merke dann, dass ich ja vieles tatsächlich nicht so brauche, wie ich meine ursprünglich. Und dann suche ich mal noch ein paar Schuhe, die sind auch weg. Macht doch nichts, dann sind sie weg. Diese Freiheit und Gelassenheit dann auch, zu sagen, ich brauche das einfach nicht. Gut, es wäre schön, aber muss ja nicht sein. Hängt das damit zusammen, dass wir vielleicht sehr oft die Tendenz haben, unser Leben sehr stark abzusichern? Ja, ganz sicher. Wir werden ja konkret in diesen ganzen Dingen. Mhm. Wir versuchen ja darin, wirklich uns selber zu erfahren. Und in den Psalmen heißt es dann so schön, Leute, die also dann diese Götter anbeten, werden selbst so, wie sie sind. Also wer Gold anbetet, wird dann selber zu Gold, aber ist nichts anderes mehr als reine Materie. Das setzt vielleicht, Sie hatten ja diesen Begriff des Selbstbewusstseins oder mit Selbstgewissheit mit ins Spiel gebracht. Das setzt wahrscheinlich voraus, dass man ein hohes Maß an Selbstgewissheit hat, denn die Arbeit garantiert mir ja Respekt, Anerkennung. Ich muss mir nicht überlegen, was ich mache. Ich arbeite ja. Also diese ganzen Formen von Zuwendung und positiver Stimulanz sozusagen, die schöpfe ich aus der Arbeit. Und wenn das wegfällt, krache ich mehr oder weniger zusammen. Auf jeden Fall. Also das würde ich mit Sicherheit sagen. Und das ist natürlich auch ein Impuls sozusagen jetzt, wenn Sie von diesem Urban Gardening sprechen. Ja, also indem ich da tätig bin, indem ich die Pflänzchen wachsen sehe, tue ich etwas, ich arbeite, dadurch eben werde ich anerkannt in dem, was ich tue. Und ich finde aber gerade, was dieses Urban Gardening, also dieses Gärtnern angeht, das Gemeinsame in den Städten, da spielt, finde ich, noch etwas ganz Entscheidendes hinein, nämlich der Begriff des Genießens, was wir ja heute immer sehr stark in Zusammenhang bringen mit etwas sehr egoistischem, hedonistischem, selbstbezüglichen, hatte eigentlich mal eine ganz andere Bedeutung. Das hieß nämlich im Mittelhochdeutschen noch die gemeinsame Nutznießung. Daher kommt der Begriff des Genießens. Und das kommt eigentlich, das ist, man könnte fast sagen, ein sozialistisch-kommunistischer Gedanke, ja, Kommunis, die Allmende, also man genießt sozusagen das, was man gemeinsam erarbeitet. Und ich glaube, dass so eine Sehnsucht da natürlich auch reinspielt. Gut, dass wir bei der Arbeit sind, weil viele sagen, dass das Wichtigste für moderne Menschen überhaupt ihre Arbeit sei. Weil Arbeit, das haben wir eben mit angetextet, ein Feld der Bewährung ist, da kommt Identität raus, Anerkennung, Respekt, nicht zuletzt natürlich auch das Geld, was man fürs Leben braucht. Arbeit garantiert auch Beziehungen, zum Beispiel zu den Arbeitskollegen. Diese moderne Haltung der Arbeit gegenüber hat ihre Wurzeln vor allem in der Reformation. Mit Martin Luther reformierte sich nicht nur das Verständnis der Berufe. Man wird selig aufgrund des Glaubens und nicht, weil man in einem bestimmten Stand ist oder einen bestimmten Beruf hat. Deshalb kann Arbeit überall mit Seligkeit verbunden werden, so Luther. Hinzu kommt insbesondere dann bei Johannes Calvin die neue weltliche Askese der Arbeit, aus der sich, sagt Max Weber jedenfalls, der Kapitalismus entwickelt. Der Glaube muss sich nach Calvin vor allem in der Berufswelt bewähren. Das ist Grundlage für die 1904 erschienene berühmte Schrift »Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus« des Soziologen Max Weber. Meine Arbeit genießen zu können, ist ja für viele Menschen ein absoluter Luxus. Also es gibt so viele blöde, schlechte Arbeiten und so viele Arbeiten,
Thema Mindestlohn und so weiter. Ich glaube, wir brauchen das nicht alles, nicht alles anzutexten. Mhm. Also was soll da, ist da nicht dieses Ziel, Mensch, könnte ich doch nur arbeiten und das genießen? Ist das nicht im Grunde genommen ein Luxusziel, eine Idealvorstellung von Arbeit? Mhm. Ja, das ist vielleicht eine Idealvorstellung, der wir ja aber auch tatsächlich, muss man sagen, eben gerade durch die Automatisierung durchaus nahe kommen. Also so etwas wie Selbstverwirklichung ist ja tatsächlich erstmal nur möglich, wenn ich eben nicht nur arbeite, um das Notwendigste irgendwie zu erledigen, was mir vielleicht auch gar keinen Spaß macht. Also ich finde auch diese Entwicklung überhaupt nicht verwerflich, sondern im Gegenteil. Ich bin glücklich, dass ich mich 8 Stunden oder 10 Stunden am Tag mit Dingen beschäftigen kann, die mich wirklich interessieren. Ja? Also ich finde auch, dass da oft immer so eine zu kulturpessimistische Perspektive reinkommt, wenn man sagt, das ist sozusagen der Beginn der Entfremdung, dass wir jetzt nicht mehr irgendwie auf dem Acker arbeiten dürfen. Das finde ich gar nicht, sondern ich glaube, es kommt darauf an, diese Freiheit, die wir da haben, die und tatsächlich es ist die Kreativität. Auch, genau, wenn Arbeit zur Kreativität. Richtig, dann, genau. Und ich meine, dann schaffe ich was Neues, das ist ja schön. Ja, genau. Und ich meine, da ist man dann eben ganz schnell beim Genuss. Also wenn man sich zum Beispiel anguckt, weiß nicht, wie hat Sokrates gedacht? Ja? Der ist müßig gegangen. Der ist gegangen mit wem und hat mit ihm gemeinsam gedacht. Da geht Genuss und Denken geht da zusammen. Ja? Und ich glaube, das ist wirklich etwas, wo wir hinkommen sollten, viel stärker. Also weil das ja eben auftauchte, dieses Thema mal entspannen, Müßiggang und arbeiten. Also so, ich muss, wenn ich mal mir selber rede, wirklich zugeben, also viele klassische Formen von Müßiggang sagen mir überhaupt nichts. Und ich kann mich grandios entspannen, nicht nur, aber auch, wenn ich arbeite, weil ich mich mit vielen klassischen Formen des Müßiggangs absolut langweile. Also eine Form, die mich, das darf ich jetzt wahrscheinlich gar nicht sagen, aber eine Form, die mich zunehmend langweilt, ist zum Beispiel Fernsehen. Also Fernsehen gucken als passives, als passive Form des Genusses. Ja, also, ich würde aber unterscheiden zwischen Muße und Müßiggang. Okay. Müßiggang ist mehr das Negative, das Dahintrödeln eigentlich. Das ist dann auch in die Richtung Akedia, also eine der diese Todsünden. Diese Lustlosigkeit oder der Faulheit. Überdruss, der dann dadurch entsteht. Also ein Stück Faulheit. Ich muss mich fragen, kenne ich Leute? Also gut, gelegentlich gibt es Leute vielleicht, die faul sind. Aber kenne ich Leute, die wirklich abgrundtief faul sind? Die wenigsten eigentlich. Die meisten rödeln, wie es so schön heißt. Ich könnte ihn schon ein paar nennen. Naja, aber man könnte natürlich auch sagen, dass also was wir so abwertend als faul bezeichnen, also man könnte auch sagen Passivität. Ja. Ja, also Passivität im Sinne von, ich lasse einfach mal und fange eben an zu träumen. Ich schlafe vielleicht auch, aber dadurch öffnet sich ja auch wieder ganz viel. Also ich glaube, dass dieses Hyperaktive, wozu wir ja neigen, ja, also wenn ich davon spreche, dass wir unsere Arbeit im positiven Sinne genießen sollten, dann meine ich eben nicht dieses zwanghaft Hyperaktive, ich bleibe bis 10 im Büro und beantworte noch 50 E-Mails. Also das meine ich gar nicht. Mhm. Und ich glaube aber, dass das heute genau der Trend ist. Ja? Also eben nicht sozusagen ekstatisch zu arbeiten, lustvoll zu arbeiten, eben auch eben dieses, da würde ich Ihnen widersprechen, ich finde der Müßiggang, das ist etwas sehr Positives, weil eben auch das Gehen drinsteckt, da ist etwas Aktives drin. Insofern wäre auch die Frage, gibt es überhaupt so die reine Passivität, das totale Faulsein? Die Antriebslosigkeit also, und das, genau, aber es kann ja auch passieren, wenn ich mal richtig überarbeitet bin, müde, und dann möchte ich mich erholen und merke dann hinterher einfach, ich vertrödle nur mehr die Zeit. Das gehört manchmal dazu. Ja. Ja. Ist ja dann schön, beim Fernsehen durchzuzappen und bei nichts hängen zu bleiben. Klar. Ist der, also wenn wir das jetzt nochmal zurück auf das Thema Einfachheit, ist denn der arbeitende Mensch sozusagen der Mensch, der möglicherweise am meisten bei sich selber ist im Alltag? Ja, das kommt wieder ganz drauf an, was er arbeitet, würde ich sagen. Und ich glaube, dass wir heute vielleicht, wir reden zwar immer von Selbstverwirklichung, aber vielleicht sind wir da sogar ziemlich weit von entfernt in den gegenwärtigen Arbeitsverhältnissen. Das würde ich so gar nicht unterschreiben. Ich glaube, es sind die wenigsten, die wirklich in der Arbeit bei sich sind und auch das Gefühl haben, gestalten zu können und eben auch von der Arbeit lassen zu können. Also in dem Sinne frei zu sein, dass man tatsächlich auch sagen kann, ich lasse es jetzt, ich bin müde, ich kann nicht mehr oder
bringt jetzt auch nichts mehr. Also, da würde ich Ihnen recht geben, dass dazu die wenigsten in der Lage sind. Also weil die meisten von uns einfach in einer Maschinerie drinstecken. Genau. Aus der sie so schnell nicht rauskommen. Ja. Aber ich glaube, dass das eben nicht dazu führen sollte, dass man die Arbeit generell abwertet. Also ich würde immer noch sagen, dass die Arbeit oder auch, ich meine, Kultur, dieses Wort alleine heißt ja schon eben, ich beackere die Natur. Ja. Ich tue etwas damit, ich schöpfe etwas. Das würde ich sagen, ist durchaus etwas sehr, sehr Positives. Nur wenn das damit einhergeht, dass ich weder in der Arbeit eine Form von positivem Genuss habe, noch jenseits der Arbeit, dann wird es eben neurotisch. Ist diese Bewegung hin zur Einfachheit was eigentlich eine gesellschaftliche Aufgabe wäre auch? Das jenseits der Arbeit, da Genuss zu ermöglichen? Ja. Das würde ich auf jeden Fall so sagen. Ja, und ich würde das zumindest immer als Folie, als Hintergrundfolie bei aller Arbeit auch sehen. Ich brauche es noch ein Stückchen einfacher, wenn es geht. Und ich möchte was genießen können. Ich möchte meine Freude am Leben haben dürfen. Ich glaube, das, was Sie sagen, ist wirklich sehr wichtig, weil ich meine, wir müssen ja sowieso schon als Kulturwesen ständig Verzicht üben. Ja? Also ich meine, der Kulturmensch ist ja ein Mensch, der deshalb arbeitet, weil er Verzicht übt, weil er eben nicht seine Triebe unmittelbar ausagiert. Dem würde ich widersprechen. Also vielleicht bin ich schon so sehr an Sublimierung gewöhnt, ja, dass mir das keine großen Probleme macht. Aber wenn ich arbeite, habe ich doch nicht dauernd das Gefühl, ich verzichte jetzt. Nein, Sie haben im Gegenteil. Natürlich, Sie haben nicht das Gefühl, dass ich glaube auch, das spielt sich sehr, sehr tief ab. Aber ich glaube, dass eben der Mensch im Unterschied zum Tier arbeitet, schöpft. Das Tier arbeitet nicht in dem Sinne, es produziert nichts. Und wenn ich etwas produzieren soll, das besagt ja auch der Begriff der Sublimation, wenn wir schon bei Freud sind, also es entsteht aus der Sexualität. Also indem ich sozusagen meinen Sexualtrieb umlenke, so erklärt es ja Freud, entsteht die lustvolle Arbeit. Und insofern, glaube ich, ist der Mensch tatsächlich ganz fundamental ein Verzichtwesen. Und ich würde wirklich mal gerne testen, jetzt haben wir keinen Sexualwissenschaftler am Tisch, aber ich würde gerne wirklich mal gerne wissen, ob Leute, die regelmäßig und viel Geschlechtsverkehr haben und viel Sexualität haben, ob die wirklich unproduktiver sind. Nee, das glaube ich nicht. Meine These ist, dass es überhaupt nicht der Fall ist. Nee, das glaube ich. Also insofern... Nee, also ich meine, das heißt ja jetzt auch nicht, sozusagen diese These besagt ja nicht, dass man total verzichten soll. Da war übrigens gerade Freud, er hat explizit geschrieben, wer den Fehler begeht und meint, er könnte alle Sexualität oder jede Form des Geschlechtslebens in die Arbeit verschieben, der ist auf dem Weg in die Neurose. Und ich glaube, dass genau das Problem haben wir ja heute auch. Aber was Sie vorhin noch mal gesagt haben, darauf würde ich eigentlich gerne noch mal kurz eingehen, diese Räume zu schaffen, in denen wir genießen können. Ich glaube, dass das etwas ist, was tatsächlich kulturell in der Weise nicht mehr so da ist, wie es vielleicht mal war. Da wäre ich tatsächlich auch eher kulturpessimistisch, weil es ja, also die Räume, die uns zum Genießen geschaffen werden im Augenblick, sind ja eigentlich dann doch wieder asketische Räume. Ja? Also der österreichische Philosoph Robert Pfaller hat das sehr schön beschrieben, dass wir dürfen nicht mehr rauchen, weil es ist ungesund. Ja. Wir essen irgendwie nur noch fettfreien Käse, weil der andere macht Fett. Wir trinken alkoholfreies Bier. Also sozusagen wir versagen uns selbst im Genuss den Rausch. Ja, das sind aber die moralisch korrekten Leute, die uns alles vorschreiben wollen. Sage ich ganz genau. Die trinken lassen Sie mich nicht mehr genießen. Bitte? Trinken Sie Alkohol? Ja, aber nicht sehr viel, weil ich nicht mehr so viel vertrage. Aber ich rauche Pfeife zum Beispiel. Und schon wird man überall schräg angeguckt. Mhm. Ja, das ist, wer heute rauchen will, der muss rausgehen wie ein Hund. Ja, richtig. Die Notdurft wird draußen verrichtet. Ja. Gut, es ist ja nett, einfach leben zu wollen, auszusteigen, down zu shiften. Gute und nicht zuletzt erfolgreiche Menschen machen das heute so, heißt es ja. Die Frage ist, ob darin nicht, wie Nietzsche sagen würde, allzu viel allzu menschliches, allzu viel Herdentrieb, Untertanmoral, das hatten Sie gerade angesprochen, und Furcht stecken. Steckt das auch in unserer Suche nach Einfachheit, dass es wirklich eine nette Form, akzeptierte Form von Egoismus ist? Ach, ich würde... sagen zunächst einmal auch, natürlich, um mich zu distanzieren, vielleicht mich nicht in Besitz nehmen zu lassen von vielen anderen. Aber ansonsten ist eigentlich die ganze Askese, auch was jetzt hier genannt wurde, die Selbstvergewisserung der Freiheit, mitten im ganzen Genuss. Ich möchte eigentlich schon noch meine Lebensfreude bewahren. Also ich muss sagen, ich fand diesen kritischen Einspieler eigentlich schon ganz interessant, weil... ich bei dem Wort Asket oder Askese immer sofort denken muss, da ist jemand, der will sich irgendwie unabhängig machen.
In dem Sinne frei. Ich will mich unabhängig machen von Genussmitteln. Ich will mich unabhängig machen, aber natürlich auch und befreien von meinen eigenen Lüsten. Ich will da irgendwie drüber stehen. Oder wie Sloterdijk das ja auch bezeichnet, sich immun machen sozusagen. Überlebenstechniken entwickeln, mich immun machen. Und was das, im Übrigen nur in Klammern, das hat er ja von der indischen Philosophie. Und das ist ja wirklich eines der Hauptthemen in der indischen Philosophie und im Hinduismus bis hinein in den Buddhismus. Hat auch griechische Wurzeln. Also lasst uns unabhängig werden vom Körper und so weiter. Und da würde ich schon sagen, das hat auch irgendwie was Lebensfeindliches tatsächlich. Und da würde ich auch sagen, es ist möglicherweise sogar auch wieder eine Illusion. Weil ist der Mensch tatsächlich so oder sollte er so sein? Will er so sein? Also ich möchte nicht immun sein gegen meine Lüste und gegen meine Mitmenschen irgendwie auch. Also ich begreife mich schon sehr stark als ein Beziehungswesen und möchte irgendwie auch in Kontakt stehen zu meiner Lust. Und da würde ich sagen, der Asket neigt möglicherweise dazu, das doch eher so ein bisschen abzuschneiden. Ja, also der Asket, wie er hier beschrieben wird, ist natürlich der Egoist. Das würde ich sagen, Benedikt hat ja gesagt, ein Mönch, er schreibt eine Regel für Mönche in Gemeinschaft. Und es gibt natürlich auch die Eremiten, aber das sind die wenigen, die eigentlich dazu geeignet sind. Ich würde sagen, manchmal solche Eigenbrötel, wie ich es jetzt gesehen habe, ist ganz gut, wenn die irgendwo auf eine Insel gehen. Dann stören sie andere nicht mehr. Also könnte man sagen, der moderne Asket ist sozusagen der gesellige Held der Komplexität. Also derjenige, der gesellig ist, aber mit der Komplexität unseres Lebens gut umgehen kann, weil er weiß, das brauche ich nicht. Sich einlassen, ich würde sagen, sich zurechtfinden, in unserer Welt trotzdem noch Mensch zu bleiben. Ich glaube, das ist doch das Entscheidende. Ja, also damit mit so einer Definition sozusagen der gemäßigte Asket, das wäre das, was Sie jetzt so beschreiben. Ja. Also der sozusagen trotzdem noch in Kontakt steht, aber sehr genau weiß, was er braucht und was er nicht braucht. Damit kann ich mich schon anfreunden. Aber ich würde trotzdem sagen, dieses Simplify Your Life, mir widerstrebt das. Weil ich einfach glaube, das Leben ist nicht einfach. Ja. Es ist komplex und es geht doch eher darum, für diese Komplexität Formen zu finden. Richtig. Und da sind wir, also das wäre mal, ich würde dem völlig zustimmen. Und gleichzeitig aber sagen, da sind wir noch meilenweit von entfernt, nur in Klammern. Wir haben zum Beispiel überhaupt noch nicht verstanden, was Politik bedeutet im Sinne von Komplexität. All diese Sachen werden sehr zusammengedampft auf einfache Verhaltensweisen, einfache Regeln. Wir haben überhaupt noch, also die Formen, die Sie gefordert haben, die dementsprechend, die haben wir überhaupt noch nicht richtig gefunden. Ich würde sagen, die können Sie auch nicht, wie soll ich sagen, nach einem Schema F finden. Richtig. Sondern Sie müssen immer neu entscheiden. Wenn Benedikt dann auch wieder sagt, der Abt richtet alles so ein, dass die Starken finden, wonach sie verlangen und die Schwachen nicht davonlaufen, sondern er halte sich an die Mutter aller Tugenden, nämlich das rechte Maß. Aber das muss ich ja immer wieder neu überlegen, was das rechte Maß Richtig, ist. Richtig, da sind wir wieder mitten im Problem. Das gegen die Korrektness. Ja. Genau, aber man muss auch mit dem Maß halten können. Wer immer nur Maß hält, der verpasst möglicherweise auch das Leben. Leidenschaft braucht man auch. Genau, es gibt dieses sehr schöne Zitat von Walter Benjamin, wo er sagt, dass nur derjenige wirklich tiefe Welterfahrung oder nur demjenigen wirklich tiefe Welterfahrung möglich ist, der sich in die Melone hineinwühlt wie in ein Kissen. Finde ich toll. Aber dann arbeiten wir uns doch jetzt am Ende der Sendung im Grunde genommen dahin, dass wir sagen, also Komplexität können wir nicht auf eine falsche Art und Weise reduzieren. Die gehört dazu. Ja. Wir müssen dafür neue Formen finden. Wir müssen lernen, worauf wir wirklich verzichten können, also was wesentlich ist. Nächster Schritt wäre zu sagen, ja, wo und wie lernen wir das denn? Stichwort Bildungssystem, das ja nun alles andere ist als ein System, das diese Form von Lernen uns erleichtert oder ermöglicht. Da denke ich immer wieder gern an Sokrates zurück, der alles hinterfragt hat einfach. Und immer wieder neue Fragen. Ja. Und sich dann zurechtfinden. Das muss ja nicht dann der Diogenes im Fass sein, sondern einfach immer, was will ich in meinem Leben? Wer bin ich? Wo will ich hinaus eigentlich? Naja, und ich meine, Sokrates war einfach auch ein sehr körperlicher Mensch. Ja. Und ich glaube, dass das zum Beispiel etwas ist, was ja in der Schule oder im Bildungssystem von Anfang an eigentlich
aberzogen wird. Ja? Man muss still sitzen, man darf nicht auf Toilette, wenn man mal muss, man darf nichts trinken, man darf nichts essen, man muss nur konzentriert sein. Und diese Spaltung eben auch von Körper und Arbeit oder Wissensvermittlung, da fängt es ja schon an. Und da würde ich sagen, müsste eine ganz andere Form von, ja, ein anderer Bildungsbegriff her, also ein ganzheitlicher möglicherweise. Gut, dann bedanke ich mich sehr herzlich bei Ihnen für das Gespräch. Sie, meine Damen und Herren, finden wie immer weitere Informationen auf unserer Internetseite www.dreisat.de/skobel. Die Frage nach dem einfachen Leben ist also älter, als wir denken. Thoreau, einer der Helden und Vorbilder der ökologisch-alternativen Bewegung, starb ja, habe ich ja gesagt, bereits vor 150 Jahren. In Walden schrieb er, wenn wir weise und ohne Eile sind, so sehen wir, dass nur große und würdige Dinge eine ewige und absolute Dauer haben, dass kleine Sorgen und kleine Freuden nur Schatten der Wirklichkeit sind. Einfach zu leben hieße also dann, sich nicht betrügen lassen, das Mark des Lebens aussaugen, wie er sagt, und alles, was nicht Leben ist, in die Flucht schlagen. Und zum Ende, das ist was, Herr Wolf, das Sie eben gesagt haben, würde ich gerne nochmal aufnehmen mit einem meiner Lieblingssätze aus Walden. Es ist nie zu spät, unsere Vorurteile aufzugeben. Auf keine Ansicht oder Lebensweise, und sei sie noch so alt, kann man sich ohne Prüfung verlassen. In diesem Sinn, meine Damen und Herren, wünsche ich Ihnen eine gute und solide Prüfung. Nehmen Sie sich Zeit dafür. Schönen Abend noch und tschüss. Danke sehr.